Das Ziel unserer Reise in den Norden war, wir wollen ins Watt und eine geführte Wattwanderung machen. Herzlich willkommen zu unserem Video aus Cuxhaven. Jetzt kommen wir der Wattwanderung näher. Nach unserem kurzen Aufenthalt in Otterndorf fuhren wir die etwas mehr als 20 Kilometer Richtung Cuxhaven-Dunen. In Cuxhaven gibt es einige Stellplätze mit großem Fassungsvermögen. Wir wählten den Stellplatz in Dunen und nutzten als erstes natürlich die durchaus ordentliche und saubere V&E-Station. Dass ich mir meine Haare hier ein bisschen habe wachsen lassen, das hat nichts mit Schlampigkeit oder mit Faulheit zu tun, sondern ich passe mich nur der Situation an. Denn ein bisschen Seebär müssen wir jetzt dann schon sein, oder? So sehen wir aus bei 15 Grad. Es geht ins Watt. Und jetzt hoffen wir mal, dass von oben nicht Wasser kommt, denn von unten werden wir es genügend haben. Ja, genau. Auf geht's. So, Sicherheitscheck haben wir schon gemacht. Es gibt hier keine Biedermännchen. Man kann also gefahrlos barfuß ins Watt. Und das machen wir ja auch. Natürlich. Bei 90, also ich glaube, wir haben langsam ein Rad ab. Aber wir dürfen umsonst dran, weil wir die Wattführung bezahlen. Also Ursi, was sagst du dazu? Ich finde es unmöglich, eigentlich, dass wenn man das Strand will, dass man dann 3,90 zahlen muss. Ja, also unglaublich. Staffel in Cuxhaven. Wattwanderungen finden in unterschiedlicher Form und durch mehrere unterschiedliche Veranstalter statt. Die Zeiten ändern sich auch immer wieder, weil eben Voraussetzung ist, dass die Ebbe eingesetzt hatte. Wir haben die Veranstalterin Gönn dir Watt gewählt und waren damit sehr zufrieden. Es gibt die Möglichkeit, eine vierstündige oder eine zweistündige Wanderung zu wählen, wobei uns die zweistündige empfohlen wurde, weil da der Schwerpunkt mehr bei der Natur und nicht beim Wandern liegt. Die Gruppengröße ist auf maximal 25 Personen inklusive Kinder begrenzt. Kinder sind bei einer Wattwanderung übrigens eine richtige Bereicherung, da sie so viele Tiere entdecken, die dann von der Führerin erklärt werden können. Wir haben auch den Ratschlag der Wanderführerin befolgt und sind barfuß ins Watt gegangen, was durchaus angenehm gewesen ist. Wir bekamen zwar nasse, aber keine kalten Füße bei Lufttemperaturen von um die 15 Grad herum. Übrigens gibt es an der Nordsee generell Bädermännchen, also die kleinen Fischchen, die sich bei Ebbe in den Boden eingraben, bis die Flut zurückkehrt. Tritt man versehentlich auf solch ein Bädermännchen, hat das durchaus schmerzhafte Folgen, inklusive einem angeschwollenen Fuß.
In Cuxhaven sind diese Tiere nicht anzutreffen, weil der Boden in ganz wenigen Zentimetern Tiefe sehr hart ist und das sind für diese Kreaturen keine Lebensbedingungen. Anders wohlgemerkt ist das an anderen Nordseeküsten, insbesondere auch an einigen vorgelagerten Inseln. Uns wurde auch erklärt, dass man da, wo das Watt an einen Sandstrand anschließt, die Gefahr des Einsinkens wesentlich geringer ist als an anderen Stellen. Einen der bekannten Wattwürmer bekamen wir übrigens nicht im Original zu sehen. Hier ein Bild, wie ein Wattwurm in Originalgröße aussieht. Wattwürmer auszugraben ist nicht tierschonend, weil man sie nicht so genau lokalisieren kann und wenn man gräbt, sicher einen Teil findet, dabei aber sicher auch zwei oder drei der sehr nützlichen Tiere verletzt bzw. tötet. An einem kleinen Priel, so heißen die Flüsse bzw. Bäche im Watt, bekamen wir dann einen Kescher und eine Plastikschale und waren allesamt erstaunt, wie viele kleine Garnelen wir beim Durchführen des Keschers im Wasser herausfischten. Natürlich haben wir alle Tiere wieder lebend ausgesetzt. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Muscheln und Schnecken fanden wir auch mehrere Krabben. Krabben in der Größe, wie wir sie hier sehen, sind durchaus mit Vorsicht anzufassen, da sie mit ihren Scheren schmerzhafte Verletzungen verursachen können. Ursi gab den Versuch, die Krabbe aufzuheben, vernünftigerweise auf. Die einen nennen das Strandgebühr, die anderen Wegelagerei. Bin gespannt, bis die Bayern nochmal ein Gebühr einführt. Ja, wer weiß, ja. Also auf jeden Fall war diese Radwanderung jetzt wirklich hochinteressant. Ja, die war genial. Und es war richtig toll, muss man also ehrlich sagen. Man könnte das eigentlich nur empfehlen, mal so eine Wattwanderung machen. Sicher nicht nur einfach, dass man da über das Watt marschiert, sondern man kriegt wirklich viel erzählt. Übers Watt, ja. Und ist erstaunlich, was in dem Watt alles kriecht und krabbelt und fließt. Und ja, sich einbuddelt und alles. Also, wo es tief ist, wo Schlick ist, das wissen wir jetzt alles. Und wir können euch das nur empfehlen. Ja, also ich fand es richtig gelungen. Ich auch. So, weil wir so schön matt gewandert sind, gibt es natürlich ein Fischbrötchen. Was sonst? So, jetzt wollen wir natürlich zu der Kugelbarke gehen. Die Kugelbarke, das ist genau die Mündung von der Elbe in die Nordsee. Aber ich esse lieber Fischbrötchen, als dass ich den Wegelagerern auf den Ding gehe.
3,90 Euro sollten wir jetzt pro Person bezahlen, nur dass man dieses Stückchen hier noch zu der Barke vorlaufen kann. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist unverschämt, ist das. Zumal ich da sowieso der Ansicht bin, dass hier der Strand, das Meer, der das Fluss ist allgemeingut. Eigentlich allgemeingut sein soll. Ja, und dafür Geld zu kassieren, wenn man schon Kurtaxe und alles nimmt, wir zahlen ja auch Kurtaxe, das ist einfach unverschämt, ist das. Ja, also ich finde das auch. Ich finde es eigentlich unmöglich und das muss man mal jetzt auch gesagt haben. Ja, davor. Muss ich ehrlich sagen, das vermisst man schon ein bisschen, diese Nordsee, dass die alles so abzocken, ja, das ist Abzocke. Ja, so viel ich weiß, ist es an der Ostsee auch nicht viel besser. Naja, dann ist alles, dann fahre ich lieber in die Berge nach Bayern, da ist auch schön. Ja. Aber jetzt genießen wir hier noch den Ausblick. Und aber ich habe ein Teleobjektiv dabei, da filmen wir jetzt hin. Ja, und wie der Helle ja schon gesagt hat, hier fließt die Elbe, hier in die Nordsee. Genau. Und das hier ist alles noch auch das Wattenmeer und UNESCO-Kulturerbe gehört das alles dazu. Und es sieht natürlich irre aus, ja, wenn man im Watt drinnen steht. Aber wir haben es ja gestern gefilmt, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und da fahren dann die Schiffe am Watt vorbei. Ja. Also man denkt, die fahren regelmäßig. Schwingen da übers Watt drüber. Ja. Hier ist natürlich kein Ebbe in dem Sinn oder kein Watt. Doch, Watt ist schon. Ja, aber hier ist klar nicht, wo die Schiffe fahren. Ne? Das ist ja die Schiffe fahren natürlich nicht, das ist ja ganz klar. So, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Ausblick, ohne zu bezahlen. Und filmen, essen wir dann lieber Fischbrötchen und filmen mit der Kamera. Wir stehen jetzt hier an der alten Liebe, obwohl unsere Liebe ist ja noch gar nicht so alt. Müsste man eigentlich den Platz meinen, oder? Wir sind die neue Liebe und es ist die alte oder Liebe. Oder die junge Liebe. Nee, also hier diese Aussichtsplattform heißt Alte Liebe und hier ist der Hafen von Dunen oder ein Teil des Hafens. Nein, das ist von Cuxhaven. Dunen ist weiter hinten. Okay. Dunen ist der Ortsteil von Cuxhaven. Ah, okay. Alles klar. Also auf jeden Fall sind wir mit der Räder hierher gefahren. Und von hier aus kann man nach Neuweg und nach Helgoland mit dem Schiff. Und wie ich gerade gesehen habe, gibt es hier auch so Rundfahrten zur Seehundbank. Mhm. Oder wie steht es hier? Seehund. Zur Seehundbänke. Bänke. Das ist nicht baden-württembergisch. Nee. Bänkle heißt es in Baden-Württemberg. Ja, wir sind ja hier in Niedersachsen. Ja, genau. Da heißt es Seehundbänke. Ja, genau. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen um und dann fahren wir weiter, oder? Ja, und dann können wir mal was Richtiges essen. Nicht nur Fischbrötchen. Also wir schauen mal, dass wir was finden, wo man was Richtiges zu essen kriegt. Ursibilscholle. Ach, guck mal, vielleicht finde ich was.
Da ging es mir besser als den Heinrich Heine. Ich nehme meine Liebe wieder mit. Schön, oder? Ja, besser. Dass er mich nicht einfach hier stehen lässt. Nach dem Essen in einem der vielen einladend aussehenden Lokalen in Dunen machten wir uns auf den Weg zur Weiterfahrt. Ganz herzlich grüßen wir noch einmal alle, die uns in Dunen am Wohnmobilstellplatz gegrüßt bzw. angesprochen haben. Unser Ziel war nochmal ins alte Land. Ich wollte mir noch ein paar Äpfel besorgen. Zurück im alten Land fuhren wir erst bei zwei Hofläden von Apfelbauern an, aber in beiden war keine Menschenseele anzutreffen. Und siehe da, an dem Apfelfeld, an dem wir schon auf der Radtour nach Stade die sehr leckeren, dunkelroten Äpfel entdeckt hatten, erntete gerade ein Apfelbauer. Da müssen wir anhalten und ich will fragen, ob er mir ein paar frische Äpfel verkauft. Also unser Ziel, die Wattwanderung, haben wir erledigt und wir müssen jetzt auch nochmal klarstellen, wenn man an diesem Stellplatz, der an sich sehr, sehr schön liegt in Cuxhaven, wenn man von diesem Stellplatz gleich bezahlt, wenn man reinfährt, dann löst man auch die Kurkarte und mit der wird man dann nicht mehr von Wegelagerern belästigt, dann zeigt man einfach vorne drauf auch an den Strand. Ja, ich glaube, du hast das jetzt ein bisschen gesagt, ohne dass man das richtig kapiert. Wenn man auf diesem Parkplatz fährt, dann sollte man gleich an den Automat gehen und die Kurtaxe bezahlen. Beziehungsweise bei dem Stellplatzbetreiber, der nur gewisse Zeiten auf dem Platz ist. Und da kann Platzwart. Man, oder Platzwart, ja genau. Und da kann man dann die Kurtaxe bezahlen und dann kommt man... Da kriegt man einen Ausweis. Ja, oder einen Beleg oder halt irgendetwas. Und dann kann man an den Strand gehen. Das ist damit dann abgedeckt. Aber die Kurtaxe kostet auch 3,80 pro Tag oder 3,90. Ich glaube 3,80. Ja, also unter waren es 3,90. Also auf jeden Fall, ja, pro Person, pro Tag. So. Okay, jetzt, ja. Das ist jetzt genug gesagt, aber über den Platz können wir eigentlich nichts Schlechtes sagen. Da nein, war super. Fair. 17 Euro für 24 Stunden, wird stundenweise abgerechnet. Das heißt, wenn man eine Stunde überschreitet, zahlt man 2 Euro mehr und nicht den ganzen Tag. Also das ist fair meines Erachtens. Mhm. Man kann nichts Negatives sagen. Wir waren übrigens auch, wenn ihr denkt, wir haben nur Fischbrötchen gegessen. Also ich muss auch mal sagen, es war ein sehr fischbrötchenlastiger Ausflug. So viel Fischbrötchen habe ich noch nie bei einem Ausflug gekriegt. Aber wir haben uns nicht nur von Fischbrötchen ernährt, wir waren auch lecker essen und da muss man auch sagen, die Preise waren moderat. Ja, ganz normal, wie sie jetzt halt überall ja, so üblich ja. sind. Also da habe ich mich jetzt nicht abgezockt gefühlt. Ja. Und das Essen war lecker. Ja, kann man jetzt aber nicht meckern. Ja, nee. wir zeigen es euch mal, was wir ja. unter anderem gegessen Eben. Haben. Und der Stellplatz an sich war jetzt nicht schlecht. Da gab es ja auch also Fähr- und Entsorgung. Und was ich so gesehen habe, gab es auch noch Toilette und ich glaube auch sogar eine Dusche. Es ist ein ziemlich großer Platz ja, natürlich. Wir grüßen auch alle, die uns angesprochen haben im Stellplatz. Denn da waren einige, die uns gekannt haben, was uns natürlich immer wieder freut. Ja, natürlich. Und deswegen haben wir vor lauter, weil wir am Quatsche waren, haben wir total vergessen, den Stellplatz noch genauer vorzustellen. Aber das macht nichts. Wir haben ein paar Bilder von der Einfahrt und es langt ja auch voll einfach hin. Schaut es euch an, macht euch selber ein Bild. Mhm. Und wir sind jetzt auf dem Weg der Heimfahrt schon. Ja. Aber wir mussten noch mal durchs alte Land. Also wir haben einmal Äpfel gekauft beim Bauern. Die haben für 2,5 Kilo 2,50 Euro, da braucht man wirklich nichts an. Nee. Aber ich wollte von diesen Roten noch was haben und dann haben wir bei einem Feld angehalten. Ja. Und da habe ich gefragt, ob ich ein paar Äpfel abkaufen kann. Da hat er gesagt, es ist gar keine Tüte dabei. Ja, und habe ich gesagt, nee, ich nehme es ja so. Da habe ich direkt vom Baum 6 Stück pflücken können. Und dann habe ich gesagt, was bin ich schuldig? Hat er gesagt, gar nichts. Also frischer geht's gar nicht mehr. Nee. Und wir müssen sagen, die im alten Land, die sind... ganz lieb und nett und freundlich. Nicht nur am alten Land, also wir haben eigentlich auf der ganzen Reise nur freundliche Menschen kennengelernt. Ja, klar. Jetzt muss ich mal reinbeißen, ob der überhaupt schmeckt.
Ja, also die Äpfel vom Alten Land, die können wir eigentlich auch nur empfehlen. Einfach der Genuss. Ja, die schmecken wirklich herrlich und sehen ganz toll aus, wie Äpfel aussehen sollte. Fahrt nach Twielenfleet. Ja, das ist da in der Nähe von York, gell? Und bei Stade da oben. Ja, aber das habt ihr ja im Video alles schon gesehen. Der war vor einer halben Stunde noch am Baum gekriegt. Also frischer geht's gar nicht mehr, oder? Geht schon in meinem Bauch. Also, dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Ja, wir müssen sagen, Alte Land können wir euch nur empfehlen. Fahrt mal her, das ist wirklich schön. Man kann Radfahren, man kann viele sehen, man kann nach Stade reinfahren. Ja, genau. Und wenn ihr in diesen kleineren Ortschaften seid und nicht gerade in Dunen oder Cuxhaven, dann kommt ihr auch ohne Kurtaxe ans Meer oder an die Elbe. Die könnt ihr euch auch leisten. Also wenn man eine Wattwanderung machen will, dann macht man die einfach. Ja, genau. Wir sind eben wegen der Wattwanderung sind wir nach Dunen gefahren. Und es hat sich gelohnt. Also das ist ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Das können wir euch wirklich nur empfehlen. So, das war's. Wir sind jetzt Richtung Heimat unterwegs. Bald sind wir schon wieder Richtung Schwarzwald unterwegs, aber jetzt fahren wir erstmal heim, erholen uns und wir hoffen, wir hatten ein bisschen Spaß. Hört sich gut an, wir erholen uns. Ja, klar, wir erholen uns von unserer Erholung. So, danke fürs Zuschauen. Ja, und tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss. So. Lecker. Alte Landesspitze. Und nicht nur zur Blütenzeit, auch zur Erntezeit. Tschüss. Tschüss.